Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Mimü 1003 an und der heißt Mountain Island. Und hier vorne geht's los. An einem ganz klassischen Eingangsbereich, aber sehr, sehr schön dekoriert. Mit vielen Deko-Objekten. Hier links geht's auch in einen eingezäunten Industriebereich. Mit Ranger-Stationen, sogar zwei Stück. Und auch einem Kontrollzentrum. Ist auch wieder schön gemacht mit einer zweiten Wegfarbe. Schön kompakt, alles mit Zäunen umzäunt. Und hier rechts, oh, hier rechts geht es auch noch weiter sogar. Du hast drei Wegfarben benutzt. Denke mal, das rote hier ist der Hauptweg. Das werden dann so Nebenwege sein und das hier sind dann wahrscheinlich die für Mitarbeiter. Weil hier ist dann auch wieder der helle, der ist auch wieder Mitarbeiterweg. Oh Gott, wir haben das erste Mal hier sogar die Seilrutschen. Das ist ja cool. Also ist ganz aktuell der Park. Nicht mega. Da sieht man auch schon Anki. Und man sieht auch schon, warum der Park Mountain Island heißt. Ist auf jeden Fall sehr bergig mit vielen Höhenunterschieden. Geh jetzt aber erstmal hier rechts einmal in das Aviarium. In die Galerien gehe ich jetzt mal nicht rein. Wir fliegen einfach mal hier durch. Es geht ein bisschen schneller. Nehmen wir auf jeden Fall die Metrodons. Dann haben wir Tropiognathus. Oh, Quetzal haben wir auch. Das ist sogar der aus dem Film. Den Skin mag ich auch echt gern. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wie die in diesem Aviarium aussehen. Okay, ist auch einfach so ein random Kran drin. Hier verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt, warum hier diese beiden Deko-Sachen stehen. Gehen wir mal hoch und schauen uns das von oben an. Und da links geht es immer noch weiter. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen gleich da erst weiter. Wir gehen jetzt erstmal dort unten hin. Hier können wir nämlich mit einer Einschienenbahn, ach, wir schauen jetzt einfach mal direkt von oben. Mit einer Einschienenbahn können wir da einmal komplett an eine andere Seite fahren. Durch ein Gehege. Ich glaube, das hier ist ein Gehege mit diesem riesigen Berg. Und wir können auch mit der Tour da durchfahren. Ich würde halt sagen, wir fahren erst mit der Tour. Und danach, wenn wir dann wieder hier sind, fahren wir mit der Einschienenbahn mal. Es geht hier erstmal steil bergab. Ist ein bisschen zu steil, aber ich glaube, das war auch nicht anders machbar, weil du halt sehr viel mit Höhenunterschieden gearbeitet hast. Und darunter leidet dann halt irgendwann die Strecke ein bisschen. Oh, wir haben gerade ein Foto dazu gemacht. Wir überholen mal hier die Kollegen. Ich freue mich auch schon gleich mit der Zipline da umzufahren. Und da haben wir auch die ersten Dinos. Sehr gut. Aber die Höhenunterschiede sind ja echt ein bisschen zu krass. Ein Pentaceratops. Mit einem sehr interessanten Skin. Da oben fahren sie lang. Oh, hier ist noch mehr. Weitere Pentaceratops. Alle in verschiedenen Farben. Und das ist ein Mamenchi, glaube ich. Wenn wir daneben fahren, dann können wir es vielleicht sehen. Das ist halt schwer zu sehen, weil man den Hals nicht sieht. Ich glaube, es ist ein Mamenchi. Ja, müsste eigentlich bei der Größe. Die beiden Pentas haben sich da ein bisschen weg. Also scheint hier auf jeden Fall so ein Mischgehege zu sein. Mit mehreren Dinosauriern. Die Bepflanzung gefällt mir sehr, sehr gut hier in dem Gehege. Und hier liegt noch was. Das dürfte ein Galli sein, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Aber es geht noch weiter. Da oben ist wieder eine Zipline und auch die Einschienenbahn. Also die Höhenunterschiede sind echt krass hier. Sieht aber cool aus, dann auch noch mit dem Berg im Hintergrund. Hat auf jeden Fall was. Hier ist die Strecke auch nicht so steil. Und hier haben wir Brachios.
Und sogar die Jurassic Park 3 Brachios. Die sind ja auch wunderschön. Da ist auch noch ein cooler Beobachtungsturm da oben. Da haben wir bestimmt auch noch mal eine gute Übersicht. Und hier sind dann noch einige Ankis. Und noch mehr Brachios mit verschiedenen Skins. Du liegst aber super. Genau auf der Strecke. Oh, da rennt auch mal ein Galli vor uns weg. Ich glaube, wir sind jetzt aber gerade schon auf dem Rückweg. Halt, glaube ich, ein sehr, sehr großes Gehege. Und ich glaube, das ist halt jetzt nur der Außenbereich, den wir jetzt gefahren sind. Geht jetzt nämlich auch nochmal hoch. Auch wieder sehr steil. Aber das ist halt, glaube ich, echt nicht anders machbar, wenn es halt, wenn man so hohe Berge bauen will. Du hast ja, glaube ich, auch ohne Mods gearbeitet, dann ist es sowieso noch schwerer. Ist zumindest nichts in die Beschreibung geschrieben. Ich kann das aber auch gar nicht mehr einschätzen, wie steil man jetzt ohne und wie steil man mit Mods das Terrain anpassen kann. Keine Ahnung. Sind jetzt aber gleich ganz oben auf dem Berg. Liegt auch ein bisschen Schnee, das finde ich auch echt cool. Und hier ist sogar eine Einschienenbahnstation. Das heißt, man kann sogar hier oben aussteigen. Boah, die Strecke ist echt übel, ich komme gar nicht mehr hier hoch. Oha. Aber hier sind auch gerade irgendwie gar keine Dinosaurier. Das ist irgendwie... Ach, da sind sie. Okay, die haben sich nur versteckt. Terizinosaurus ist das. Der König des Berges. Wunderschöner Skin. Echt cool aus. So schön schwarzes Fell und dann so ein paar rote Strähnchen da drin. Sieht sehr, sehr böse aus. Kann auch gut sein, dass der halt alleine lebt. Ich glaube, der Teri, der verträgt sich nicht so gut mit anderen Pflanzenfressern. Fand ich super cool, die Tour. Mal was ganz anderes. Ja, hier könnt ihr das dann nochmal sehen. Also es sind halt schon echt krasse Höhenunterschiede. Ich glaube, hättest du hier wirklich die Strecken immer übergeglättet und so, dann hätte das nicht so aussehen können. Also es musstest du, glaube ich, in Kauf nehmen, dass die Strecke an der einen oder anderen Stelle ein bisschen steil ist. Finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich finde, das sieht super interessant aus und das ist echt cool gemacht. Auch hier hinten, da freue ich mich schon drauf, wenn wir da sind. Die ganzen Türme, dann hier die ganzen, wie heißen die denn, Seilrutschen. Aber wir fahren jetzt mal hier mit. Ich fliege jetzt aber lieber doch, als dass ich damit richtig fahre, weil dann kann ich mich auch mal umgucken. Können wir nämlich auch nochmal das Gehege uns anschauen von oben. Diesen riesigen Berg. Boah, das sieht echt krass aus. Hier ist dann... das Revier vom Terizinosaurus. Und da unten sieht man dann die anderen Pflanzenfresser, Brachios und Ankis. Da läuft er. Kann man da noch richtig gut sehen. Von der Einschienbahn aus. Und interessant ist halt auch noch, dass du hier eine Station eingebaut hast. Auf dem Berg. Oh, hier kann man mit der Zipline fahren. Der ersten. Okay, das ist aber eine weite Strecke. Ich glaube, das können wir gleich dann machen, wenn wir da sind. Hier gibt es jetzt erstmal noch eine schöne Aussicht. Zwei Beobachtungsgalerien. Ja, da kann man dann nochmal hier runter gucken. Schön, die da gerade alle rumlaufen. Das ist aber wirklich ein Mamenchisaurus. Und im Hintergrund fahren sie dann da mit der Zipline. Auch cool. Ja, ich glaube, das war's dann aber hier. Dann müssten wir jetzt eigentlich wieder weiter in die Einschienbahn, um hier weiterzukommen. Und dann geht's hier in den nächsten Bereich.
Und hier können wir dann gleich auch mal mit der Zipline fahren. Dann kommen wir zwar wieder dahin zurück, aber das macht ja nichts. Ich freue mich da schon drauf. Ach, guck mal, hier kommt man dann auch zu so einer Hotelanlage. Ganz vielen verschiedenen Hotels, wo man dann übernachten kann. Diese Teile sind ein bisschen random platziert, muss ich sagen. Das ist halt jetzt so ein Flutlicht. Also hätte ich so normale kleine Laternen ein bisschen schöner gefunden. Auch wenn Flutlicht natürlich heller ist. Und hier gibt es dann nochmal ganz, ganz viele Türme. Können wir dann auch nochmal auf das Gehege schauen, was wir gerade, wo wir gerade durchgefahren sind. Oh, guck mal, der Blick ist wieder richtig perfekt hier. Das hast du echt gut gemacht. Da kann man dann immer schön auf die Wasserbereiche gucken. Wir fahren jetzt aber mal mit der Zipline. Seid ihr bereit? Das ist so cool. Auch hier schön durch die Baumkronen durch. Ganz knapp dran vorbei. Schon sind wir wieder hier hinten. Wir machen dann aber an dieser Stelle wieder weiter. Dann geht es nämlich noch zu einer Lagune. Mit einer sehr interessanten Form. Und da fährt auch eine Zipline rüber. Das ist ja cool. Ich liebe die neuen Ziplines. Oh, ich habe noch Mods installiert. Oh nein. Das hier wäre eigentlich ein Mosasaurus, Leute. Tut mir leid. Das ist jetzt ein schwimmender Triceratops. Wegen meinem Zweitkanal. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ist ja eben eher lustig. Aber wie wäre gesagt, eigentlich ein Mosa gewesen. Die anderen sind aber normal. Das ist ein Chrono. Ja, das ist ein Chronosaurus. Auch mit einem wunderschönen Skin. Und ansonsten sind hier, glaube ich, nur noch normale Fische drin. Können wir auch mal so eben checken. Das übersieht man ja gern. Ja, genau, ein Mosa und der Rest ist, oder zwei Chronos dann. Aber dann können wir auch mal eben mit der Zipline nochmal fahren. Finde ich auch super interessant, wenn man über so Lagunen rüberfährt mit den Ziplines. Kann man auch wirklich gut reingucken ins Wasser von oben. Und es gibt hier natürlich dann auch wieder viele Beobachtungsgalerien an allen verschiedenen Seiten. Fliegt dann nochmal unten rein und dann gucken wir mal, ob da Lagunendeko noch ist. Also ein bisschen. Hast du hier gemacht, zumindest an den Galerien. Finde ich ganz cool. Ich habe ja schon mal meine Meinung zu dieser Lagunendeko gesagt. Die sieht ja echt cool aus, aber es ist halt echt schade, dass da, dass man die so schlecht sieht. Weil die halt nur so klein ist und dann immer ganz am Boden. Wäre noch toll gewesen, wenn die ein bisschen damit interagieren würden, dass da irgendwie so ein Tunnel wäre, wo die durchschwimmen oder sowas. Weil so ist es meistens das nicht wert, dass man die halt platziert, wenn man die halt kaum sieht. Naja, fliegen wir mal weiter. Hier ist nämlich auch nochmal ein riesiger Plaza für die Besucher. Ein paar Kisten. Hier gibt es dann noch Zelte. Oh, das ist bestimmt auch so, solche Besucherzelte sind das, wo die übernachten können, direkt an der Lagune. Auch eine coole Idee, so ein Besuchercamp zu bauen. Dann noch so ein Überwachungsturm. Und noch mehr Schlafmöglichkeiten für die Besucher. Oh, und hier geht es sogar nochmal in eine Jurassic Tour. Damit fahren wir natürlich auch. Los geht's. Oh, hier haben wir Pyroraptoren. Die sind aber abgegrenzt, sogar mit so einem unsichtbaren Zaun noch. Ich fahr jetzt einfach mal hier rüber. Das wird denen gar nicht gefallen. Ich glaube, die sozialisieren sich. Oh, auf der rechten Seite war auch was, habe ich gar nicht gesehen. Monolophosaurus.
Und dann geht's hier in den nächsten Bereich. Das sind alles kleine Fleischfresser. Das sind jetzt hier Velociraptoren. Da ist sogar Blue. Ich glaube, das ist sogar der Raptor Squad. Blue, Echo, Delta, Charlie. Dagegen gefahren. Und da links ist sogar mal ein großer Fleischfresser. Nämlich mein Liebling. Der Allosaurus. Das ist hier gerade ganz in Ruhe. Wollen wir den mal nicht weiter stören. Und dann geht's hier zurück. Das war, glaube ich, auch eher so eine Transporttour. Von dem einen Bereich in den nächsten. Mit den Büschen sehr cool gemacht. Man sieht halt nicht, was dahinter ist. Aber das werden wir natürlich jetzt rausfinden. Oh, hier ist nochmal ein Besucherplaza. Auch nochmal mit Sitzmöglichkeiten, viel Deko und auch wieder ein paar Zelten, wo die übernachten können. Schön gemacht. Ich finde das mit diesen Büschen echt cool. Hier gibt es noch ein paar Besucherläden dann noch. Und ich glaube... Nee, es ist keine Tour. Das hier ist eine Galerie. Da kann man auch nochmal hier in das Gehege schauen. Und da ist ein Rexy drin. Gefiedert. Und jetzt sind wir gleich wieder hier bei dem Aviarium, wo wir vorhin waren am Anfang. Das heißt, wir sind jetzt einen perfekten Kreislauf eigentlich einmal gegangen. Also hier ist der Eingangsbereich, dann war hier dieses krasse Berggehege, was ja den Park so ausmacht vom Namen. Und dann kann man halt einmal außenrum noch gehen. Aber wir sind noch die Seilbahn hier nicht gefahren, ne? Also man kann dann entweder hier mit der Tour von diesem Bereich in diesen kommen oder halt mit der Seilbahn. Das ist auch cool, das machen wir jetzt nochmal schnell. Lege ich mal ganz fix hin. Und dann geht's los. Man weiß gar nicht, wo man so schnell hingucken soll. Gibt hier so viel zu sehen von der Seilbahn aus. Aber ich mag die Seilbahn. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. Ja, das dürfte der Park gewesen sein. Ein sehr, sehr cooler Park. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden, Mimü 1003. Hat echt Spaß gemacht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch der Park gefallen hat. Und falls ihr auch mal einen Park habt, den ihr einsenden wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort stehen dazu alle Infos. Ich würde mich jetzt noch über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.